Hallihallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel Shin Megami Tensei 5. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Shin Megami Tensei 5. Ja, beim letzten Mal waren wir hier auf dem Berg und haben da einen Priester verkloppt. Ich meine zumindest, dass es ein Priester ist. Ich war noch mal da oben und da war noch eine Dämonenstatue, also nicht wundern, dass die alle im Level höher sind. Ich habe den Mitaba da oben auch noch bekämpfen können. Ich muss eben kurz mein Team wechseln, gib mir eine Sekunde. So. So Leute, ich bin bereit. Gehen wir den Berg hoch. Wir müssen ja auch mal unsere Hauptquest machen, um die ich mich irgendwie nie kümmere. Karte. Wir wollen, glaube ich, erst die Nebenquest tatsächlich holen, ne? Ah, die erledigt sich ja nebenbei. Da war ein Bombenjoke Shining. Ein Bombenjoke. Ja. So, da will ich hin. Da liegt was für mich. Ein Siegeljuwel. Und eine Lilim, die Angst vor mir hat. Ihr müsst das auch erstmal hinkriegen, dass Dämonen Angst vor euch haben. Ach ja, im Übrigen, ich weiß jetzt, was Transparenz bringt, weil ich es zufällig im Kampf gesehen habe. Ich krieg die Mega-Fähigkeiten, die meine anderen Partymitglieder, also nur die, die gerade kämpfen, nutzen können. Zum Beispiel von der Seejungfrau kann ich dann hier Schnäppchen verwenden. Oder von ihm die 31.600.000 Lichter. So ungefähr funktioniert Transparenz. Also eigentlich doch eine ziemlich coole Fähigkeit. Und hier oben bei der Miman-Typ. Ja, nimm die 10.000. So, wollen wir dann mal sehen, wie viele ich verpasst habe? Da habe ich einen verpasst, da habe ich einen verpasst, da oben bei einer. In der Stadt habe ich zwei verpennt. Direkt bei der Nebenquest habe ich eine verpennt. Ne, direkt am Anfang ist das und da ist eine Nebenquest. Ansonsten habe ich aber tatsächlich jeden gefunden. Ja, die Mimans, die werde ich offscreen abgrasen, aber ihr könnt euch die Karte eben kurz merken. Wenn nötig, macht euch einen Screenshot für die, die am Suchen sind, dann könnt ihr das ja ausnutzen. Und das zeigt eigentlich auch schon, dass sie hier so knapp am Ende dieses Kapitels sind. Ich sammle aber auf jeden Fall jetzt den hier unten ein. Ich habe ehrlich gesagt hier auch einfach gar nicht gesucht gerade. Aber die Mimans, die grase ich jetzt offscreen ab. Allein schon wegen der Glorie. Weiß ich wenigstens, wo ich die suchen muss. Und viel Kosten tut der Dude ja auch nicht. Ich muss da hoch, oder? Für die Nebenquest nochmal. Ja, ich muss da nochmal hoch. Eine Sekunde, Leute. Dass ich den Weg nicht gesehen habe, ne? So. Und hier oben wartet ein Inkubus. Da ist mir ein Ohr, was willst du denn? Oh, er ist verliebt. Ein Inkubus, der verknallt ist. Oh, na, gut, du bist ja so ein Verführungsdämon, ne? Wie muss ich den bringen? Eine Silky, ich finde sie im Feendorf. Also ich finde sie so oder so. So, und ansonsten ist hier oben ja nichts, weil niemals werden wir ja jetzt angezeigt. So, wo muss ich denn hier hin? Dahin, dahin. Also ich muss auf jeden Fall einmal auf die Brücke. Wir gehen so vor. Ich gehe erst da hoch, dann wandere ich zur Brücke und dann hole ich den hier. Und nebenbei hole ich dann auch noch den Miman ab. Das klingt doch nach einem Plan. Und da wir den Weg schon kennen, mache ich Sprünge. So, Apfel Nummer 1. So, hier liegt Apfel Nummer 2.
und Apfel Nummer 3. Damit haben wir alle, ne? So, und jetzt würde ich gerne den Mii-Mann hier noch mitnehmen. Perfekt. Fehlen nur noch 7 aus dieser Gegend. Das Schöne ist ja, dass ich die jetzt nicht mehr wirklich suchen muss, sondern dass sie mir angezeigt werden. Ich glaube sogar in Bereichen, in denen ich noch nicht war. Oder? Hier oben ist die Stadt. Nee. Okay. Dann bringen wir jetzt der Troller ihre Äpfel. Muss, glaube ich, zum Feendorf dafür. Den Weg können wir kurz laufen, ne? Und ich muss eine Silky finden. Nicht vergessen. So, Silky. Dich muss ich erstmal suchen. Ah, ne, du wirst mir angezeigt. Und da oben ist ein Mii-Mann. Ein Mitama, wollte ich sagen. Was für ein Mitama. Och, der Rote. Okay, den Kampf mit dem Roten skippe ich für euch. So, Hauptquest oder Nebenquest? Was machen wir zuerst? Ich würde mal sagen, erst die Nebenquest, ne? Hast du dich in sie verliebt? Okay, ich kann nicht verstehen. Sie ist schon eine Schönheit. Sie liest den Brief. Hm? Oh. Yes. Hallo, Liebe windet alles. Ich gebe die Offscreen ab, die Quest. So, hier deine Äpfel. Ich krieg 12.000 Macker dafür. Sehr nett. Und 15.000 Erfahrung. So, die Medizin wird hergestellt und allem wird geholfen. Das klingt ja gut. So, und Jekyll Latern ist jetzt wieder weg. Ach, wartet. Filmsequenz. Oh, it's you. I heard the other students can be treated now. Thank you so much. All right, well, that takes care of everyone's injuries. Now, if only we could find Sahori. I'm sorry. I couldn't save her. Does I? Hat's versucht. Back on the hill. I found the demon that took Itsukishima. I tried to save. Okay, dann wissen wir jetzt wohin, ne? Never mind that. Please, just save Itsukishima. Werd ich machen. Please, please save Itsukishima. Ich würde aber ehrlich gesagt erst gern noch die Mii-Manns abschließen. Hier ist auch nochmal eine Nebenquest. Ach, von ihr selber. Hm. Let's see. Von Mandragora die Wurzel. Ich weiß, wo man Mandragoras findet. Wonderful. Let's see. Okay. Die wollen wieder viele mit mir quatschen. Nein, danke. Okay, Leute. Wie sieht mein Plan aus? Ich muss da lang. Das ist offensichtlich. Ich würde am liebsten halt wirklich die Mii-Manns abgrasen. Ich habe hier unten tatsächlich einen vergessen. Aber ich glaube halt wirklich, dass ich das offscreen mache, weil das wird ein bisschen dauern, bis ich die alle eingesammelt habe. Aber ich versuche wenigstens den hier oben auf der Brücke noch mitzunehmen. In der Hoffnung, dass er auch wirklich auf der Brücke ist. Einfach mal gucken.
So, ich bin hier. Und hier müsste der gammeln. Tut er aber nicht. Der ist eine Ebene weiter unten. Wo komme ich denn nach unten? Ohne ins Nichts zu stürzen. Gar nicht. Ach, da hockt der. Einfach hinter den Steinen. So, 94 habe ich. Na gut, dann jetzt auch zu der einen Stadt zurück, ne? Aber vorher heile ich mein Team. Ja, Leute, ich habe eben kurz zumindest die beiden Mimans hier in der Stadt abgesammelt, deswegen Kadaverkaverne. Wir haben nämlich jetzt 96. Hey, not bad. Zwei Brutalitätsjuwelen. Magiejuwelen und Kritischjuwele. So, was ist meine nächste Belohnung? Ein Gemma-Talisman. So, und wie ihr seht, habe ich nicht viel gesammelt. Auffrischen muss ich nix. Ich könnte noch mal in die Welt der Schatten, aber das sollte ich erst nach dem Glorienkristall machen. Oh, hi. Du bist ein Roter, du interessierst mich nicht. Bin ich ganz ehrlich. Was soll ich mit einem Roten? Ich habe die Grimoire schon so viele und Evangelium brauche ich nicht, weil ich generell schon zu strong bin. Ich habe instant den Weg gefunden. Was bist du denn für ein Dämon? Die Göttin der Ernte und Demeter. Okay. Dich kenne ich nicht. Okay. Tenoso. Tenoso, Tenoso. Ja, die Nebenquests, die nehme ich natürlich alle an. Warum sollte ich die nicht annehmen? Wo liege ich denn Tenoso? Müsste ich über den Drachenlinienquell einmal kurz gucken. Hier nicht. Tenoso. Ah, da auf dem Berg. Der Dämon, der auf dem Klo sitzt wahrscheinlich. Den kann ich aber im Leben noch nicht besiegen. Ich sehe es ihm noch an, dass der 10-mal stärker ist als ich. So, wir holen uns auf jeden Fall jetzt endlich diese Glorie. Da oben ist auch ein Drachenlinienquell. Ist hier irgendein besonderer Gegner? Nur Schleim und Basilisken. Einer der Basilisken hat mich unverfrorenerweise angegriffen. Aber das macht ja nichts. Wir kriegen trotzdem unsere Glorie. 60 ein Stück, wir haben 200 Glorie. Also ich hole mir auf jeden Fall jetzt Fähigkeiten. So, hier ist mal wieder nichts unterwegs. Nur zwei Lilims offenbar. Nee, eine Lilim und ein Schleim, Entschuldigung. Wir holen uns jetzt erstmal die Kiste, weil keine Ahnung, was drin ist. Vielleicht ist es was Gutes, vielleicht auch nicht. Eine Kraftscherbe kann ich liegen lassen. Komme ich auch nicht für zurück. So, hier vorne ist auch direkt ein Miemann. Aber erstmal Welt der Schatten. So, Apothese. Obwohl, Essenzfusion. Auch mal reingucken.
Das ist halt nur dieser Kanabi-Sturm neu, bei der einen hier. Ist das von der Anahita besser, die Verteidigung? Würde ich jetzt nicht so behaupten, ne? Ach, wartet, ich wollte Wunder lernen. Dafür bin ich doch im Vorfeld überhaupt erst dahin. So. Kampfbereitschaft brauche ich nicht, weil ich in der Regel generell voll habe. So, ich reduziere auf jeden Fall mal meine Heilkosten. Und das hier klingt auch ganz nice. So, was hole ich mir als nächstes? Eventuell den Elektromeister. Nee, da, die meisten Dinge, die hole ich mir nur über das eine. So, Konterannullierung und freundliche Rücksicht könnte ich zusammen mitnehmen. Kann ich mich wenigstens manchmal hochheilen. So, 180, dann kann ich auch die letzten beiden Fähigkeiten hier mitnehmen. Ich werde so wahrscheinlich sowieso noch, demnächst wieder was offscreen hier spielen. So, ist es weit? Ne, der Boss ist direkt da vorne. Ich habe das Gefühl, dass die Folge danach wieder extremst lang werden würde. Deswegen machen wir hier jetzt den Cut. Ich werde hier jetzt speichern. Ich werde die restlichen Mimans auf der Karte abholen. Heißt, einmal hier am Anfang. Dann war ganz unten noch einer. Genau, da. Wo war der letzte denn? Es sind immer 50 pro Gebiet. Das haben wir gelernt. Ich gebe natürlich hier Nebenquests noch offscreen ab. Ist ja wohl auch klar. Vielleicht dahinter. Ja, dann werde ich die beiden einsammeln und den letzten sehen wir, glaube ich, dann beim nächsten Mal von denen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, könnt ihr ein Abo und ein Like da lassen. Ein Kommentar tut auch nicht weh. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!